Hallo, willkommen zu meinem Vortrag über System wie SysEx und System wie ConfEx und warum es nicht nur für imagebasierte Linux-Systeme interessant ist. Ich bin Kai, einer der Maintainer von Flatcar Container Linux und ich arbeite bei Microsoft. Flatcar hat seinen Ursprung in der Software-Consultancy Kinfolk in Berlin-Kreuzberg, bei der ich 2019 angefangen habe. Und es ist eine Weiterführung von CoreOS Container Linux, was das erste imagebasierte Server-OS war. Optimiert für Automatisierung sozusagen und gestartet 2013 und gestoppt nach der Übernahme von CoreOS durch Red Hat. Und genau, Kinfolk wurde 2021 Teil von Microsoft und Flatcar ist eins der Projekte, die wir immer noch verfolgen. Also, falls ihr imagebasierte Linux-Systeme wie Flatcar nicht kennt, beschreibe ich sie kurz. Dann geht es um die Problemstellung für System wie SysEx und was es im Detail ist. Auch wie es in das Deployment von VMs passt und wie Aktualisierungen aussehen. Ich zeige auch noch ein paar Beispiele und wie es weitergehen soll mit SysEx. So ein imagebasiertes OS wird als Set von Softwarepaketen veröffentlicht und dieses Set wird im Ganzen geupdatet. Es gibt also keinen Paketmanager für individuelle Paketupdates und somit auch keine Versionsabweichungen. Und die OS-Version ist also Information genug, um zu wissen, welche Software genau vorhanden ist. Updates tauschen die gesamte /USA-OS-Partition komplett aus mit einem neuen Dateisystem und der Reboot wechselt mit einem AB-Schema in die neue Version, die auf die vorher inaktive Partition geschrieben wurde. Und User-Software hat einen eigenen Lebenszyklus in der Form, dass man die Benutzeranwendungen nur als Container ausspielt. Und natürlich gehen auch andere Sachen wie statische Binaries oder so. Genau, und da man halt eben keinen fragilen Paketmanager hat und die Container auch keine starken Abhängigkeiten zur OS-Version haben, kann man standardmäßig Auto-Updates anhaben für das OS. Und mit einem Health-Check auch ein Rollback in die alte Partition machen, falls das System mit einem Update nicht mehr funktioniert. Also die Vorteile sind, dass man ein robustes OS hat, das vor allem reproduzierbar aufzusetzen ist und einfach zu warten. Die Nachteile sind, dass es nicht mit einem flexiblen Paketmanager erweiterbar ist, wie man es von einem traditionellen Linux-System gewohnt ist. Und um diese Nachteile geht es in der Problemstellung. Anders gesagt, es geht um das Anpassen eines imagebasierten OS mit Konfiguration und Host-Level-Software, also alles, was nicht in einen Container passt. Und es geht auch um die Verwaltung der Anpassungen, wenn es Änderungen gibt. Die bisherigen Ansätze waren, dass man einzelne Dateien in etc oder opt tut, was den Nachteil hat, dass es bei Änderungen schwer zu verwalten ist. Selbst mit sowas wie Ansible, weil alte Dateien nicht richtig getrackt werden. Und außerdem ist es beschränkt auf einfache Anpassungen, da man /USA eben nicht ändern kann bei einem Read-Only-OS. Und der andere Ansatz, den man zur Verfügung hatte, ist, ein komplett neues OS-Image zu bauen, wo die Änderungen in /USA gemacht werden können. Aber das ist natürlich sehr aufwendig und man muss dann eine Neuinstallation oder zumindest einen Reboot machen für jede Änderung. Ihr seht also, was wir auch gern hätten, wäre eine Möglichkeit, schnell Workarounds oder Debug-Settings zu deployen. Am besten auch nur in Memory, sodass man das System nicht dauerhaft verändert und alle Experimente nach einem Reboot auch wieder weg sind. System wie SysEx und System wie ConfEx sind eine Antwort auf die Problemstellungen und sie funktionieren so, dass man mit System wie SysEx eine Systemerweiterung laden kann. Das sind Dateisystem-Images, die ein Overlay für /USA bilden. Overlay heißt, dass, wenn sie geladen sind, die enthaltenen Dateien unter /USA erscheinen, als ob sie Teil davon wären. System wie ConfEx ist für Konfigurationserweiterungen, die ebenso ein Overlay bilden, aber für /etc. Also hier ist das veranschaulicht. Über das bestehende /USA-Verzeichnis werden die Dateien der Erweiterung gelegt. Damit erscheinen zum Beispiel hier libmytool.so und mytool als Teil des /USA-Verzeichnisses. Wie schon beschrieben, werden die Erweiterungen zur Laufzeit geladen und sind Dateisystem-Image-Files, was es ermöglicht, sie zu ersetzen und neu zu laden. Die Images können optional mit dmVerity Partitionen sein. Das heißt, damit kann man das Image authentifizieren und die Integrität sicherstellen. Im Normalfall erweitern diese Images das Host-Dateisystem, aber man kann zum Beispiel auch das Init-AD erweitern oder das sichtbare Dateisystem von System-D-Service-Units oder Portable Services.
Erweiterungsimages können vom US-Hersteller kommen, als Teil eines zusammensetzbaren US-Stacks oder auch von Drittsoftwareanbietern oder direkt gebaut vom Endnutzer, um eigene Software oder Konfigurationen zu deployen. Mehr Details zum Aufbau, also unterstützt werden Dateisystem-Images, roh oder mit einem GPT-Layout, sowie einfache Verzeichnisse direkt, also nicht in einem Image-File, sondern nur in Folder. Darin werden nur die Inhalte im USA-Verzeichnis benutzt oder für Context etc. Und eine spezielle Extension-Release-Datei wird für Kompatibilitätschecks benutzt. Die Werte werden mit den Host-Werten von etc. OS-Release verglichen. Und über die Checks kann man entweder eine Kopplung zur exakten Host-OS-Version machen und somit zuverlässig dynamisches Linking benutzen. Ohne eine Kopplung geht es auch und man greift dann auf statisches Linken zurück und hat quasi einen eigenen Lebenszyklus, der unabhängig vom Host-OS ist und der Version. Genau, anstelle von statischem Linken geht auch, dass man einen eigenen Library-Pfad definiert. Und dieser Modus ist quasi empfohlen für Drittsoftware und User-Software, weil die ja nicht Teil des OS-Update-Mechanismus sind und man will ja trotzdem das OS updaten können, ohne was kaputt zu machen. So, der Bau von Extension-Images kann je nach Software einfach oder kompliziert sein. Hier ist ein einfacher Fall, wo wir eine Wasm-Time-Binary für AMD 64 als Extension in einem SwatchFS verpacken. In einem System, in unserem System wie Bakery Repository, was da unten verlinkt ist, könnt ihr Helper-Skripte finden zum Verpacken von üblichen Upstream-Release-Binaries. Und noch mehr Details zum Laden. Es werden alle verfügbaren Erweiterungen direkt geladen. Es gibt keinen Mechanismus zum Aktivieren und Deaktivieren, außer über zum Beispiel Symlinks, die auf eine gewisse Version zeigen. Und zum Beispiel kann man dann das Dev 0 nehmen zum Deaktivieren oder so. Die Pfade, unter denen gesucht wird, sind etc. Extensions und so weiter für SysX bzw. Run Convex, Varlib Convex und so weiter für Convex. Das Laden kann beschränkt werden durch eine Image Policy, um zum Beispiel unsignierte Erweiterungen ohne die M-Verity abzuweisen, weil man ja vor Offline-Manipulation sicher sein will. Das ist vor allem für Init-ADs interessant, weil die ja die Erweiterungen von der Boot-Partition lesen, die in keinem Fall verschlüsselt ist. So, die Benutzung auf der Kommandozeile geht über System.sysx Subcommands, zum Beispiel Merge, Unmerge, Refresh, Status und List. Manuell muss man es eigentlich aber auch gar nicht machen, da Merge und Unmerge von einer Service Unit automatisch gemacht werden. So, was bringt das alles? Also zum Beispiel ermöglicht es neue Ansätze beim Provisionieren von Servern. Das Provisionieren wird deklarativ und reproduzierbar durch die Verwendung von Erweiterungsimages. Außerdem kann man zuverlässige Konfigurationsänderungen machen durch Ersetzen der Erweiterungsimages, da wenig bis kein Zustand auf dem BootFS erzeugt wird. Und das Bauen von eigenen OS-Images mit Änderungen ist auch dann nicht mehr nötig. Man kann somit die Standard-Cloud-Images der Distros direkt benutzen. Also hier als Abbildung, wie das dann ablaufen könnte für eine VM. Es wird ein Standard-Cloud-Image gewählt. Dazu kommt dann die Konfiguration als User-Data, dieses Attribut in der Cloud für die VM. Und für Flatcar wäre das dann zum Beispiel dieses Ignition-User-Data-Format, könnte aber auch Cloud-Init sein. Und das sagt dann, woher mein Confex und mein SysX geladen werden soll. Es gibt zum Beispiel eigener HTTP-Server. Und beim ersten Boot passiert dann der Download der Erweiterungen. Und sobald die Erweiterungen geladen werden, ist die VM fertig. Updates für Erweiterungen könnte man im einfachsten Fall so machen, dass man die Image-Datei direkt ersetzt. Besser ist aber, wenn man Symlinks zur Auswahl der aktuellen Version benutzt. Statt eigenen Scripts kann man System-to-Sys-Update nutzen, um Erweiterungen zu aktualisieren. System-to-Sys-Update funktioniert so, dass man je nach Software-Set einen Component definiert mit einer oder mehreren Update-Ressourcen. Und genau, ein Component, weil immer ein Software-Set eine Versionsnummer teilt. Also ein Component hat eben eine Version, die abgedatet wird. Und wenn man verschiedene Erweiterungen haben will, die alle eigenständig versioniert sind, braucht man also mehrere Components und als Quelle dient zum Beispiel ein eigener HTTP-Server, der eine SHA-256-SUM-Datei auch noch hosten muss, wo dann die Checksums sind und natürlich die Image-Dateien auch direkt daneben in einem Folder. Das ist aber auch möglich mit GitHub-Repositories.
in den GitHub Actions in unserem SysX Bakery Repository werden die Release Assets erstellt, also GitHub Release Assets, und das reicht auch aus zum Hosten der Dateien. Also hier ein Beispiel. Flatcat kann man eben mit dieser deklarativen Konfigurationssprache provisionieren. Ähnlich wie CloudInit, aber Ignition ist anders. Da ist schon vom Init-AD-Schritt aus alles vorbereitet im RootFS. Und hier in dem Beispiel ist das Boutein-YAML-Format genutzt, das dann zu Ignition.json umgewandelt wird. Und in dem Beispiel hier definieren wir, dass ein initiales Rosen-Time-SysX-Image beim ersten Boot heruntergeladen wird. Und wir definieren auch eine SysUpdate-Config-Datei zur Aktualisierung. Und ein initialer Symlink wird auch gesetzt für die aktuelle Version da. Und wir aktivieren den systemd SysUpdate-Timer. Und da der nur die Default-Components aktualisiert, fügen wir die Aktualisierung von unserem neu definierten Component noch als Drop-In hinzu. Und nach dem Update wollen wir auch noch so einen Live-Reload machen der Extensions. Und das macht dann dieser Restart-Command hier am Ende. Genau, dann hat man quasi immer die neueste Rosen-Time-Version als Binary. Es gibt aber auch noch ein paar Einschränkungen bei SysNews6, vor allem weil Erweiterungen noch nicht vorm Switch-Root geladen werden, also init.rd zum finalen RootFS, sondern erst relativ spät im Boot, sodass manche Konfiguration dann keinen Effekt mehr hat, wenn sie erscheint. Andererseits braucht man, wenn man Live-Reload machen will, sowieso ein paar Workarounds, da beim Live-Reload ja auch erst alles nach dem Booten passiert. Zum Beispiel braucht man zum Starten von System-Units das Extension-Reload-Manager-Setting. In der neuesten System-D-Version ist das verfügbar. Also 2.5.5 ist die neueste Version. Und in der Extension-Release-Datei da muss man halt eben equals one setzen und die Symlinks, die man dann auch noch braucht in diesem Extension Image, müssen Multi-User-Target.upholds statt .ones sein. Also da sage ich, glaube ich, gleich mehr dazu. Und für die Erstellung von Verzeichnissen oder Symlinks unter etc oder var kann man eben ja auch nach dem Booten nicht System die Temp-File-Entries benutzen wie sonst, sondern man muss dann auf Access-Start-Pre-Drop-Ins zurückgreifen. Und das gilt auch für das Laden von Kernel-Modulen. Also hier ein Beispiel zur Service-Aktivierung mit systemd-confx. Der systemd-ohm-Dienst wird hier voraktiviert durch einen Symlink, ähnlich wie system-control-enable ihn auch erstellen würde. Aber statt .once nehmen wir upholds, weil das nicht nur beim Target-Start evaluiert wird, sondern kontinuierlich. Also startet dann systemd für uns den Service, sobald die Erweiterung geladen ist. Und die Inhalte von einem myxconf.ext würden wie folgt aussehen. In der Extension-Release-Datei haben wir underscore any als ID, um mit jeder Distribution, jedem Host-OS kompatibel zu sein, und setzen Extended Reload Manager auch, um einen System Control Daemon Reload zu machen, damit System die Unit-Änderung sieht und die dann in Kraft treten. Und eben dann unser Upholds-Symlink dafür sorgen kann, dass den System die OMD Service startet. In Flatcar nutzen wir System SysX in drei Szenarien. Einmal für Cloud-Vendor-Tools, die auf den Cloud-Images benötigt werden. Die sind ja immer anders, je nachdem, ob es irgendwie Azure, AWS und GCP und so weiter ist. Die Tools sind eben nicht Teil des generischen /USA-Images, sondern früher waren das Binaries auf der OEM-Partition und die hatten keine Updates. Und jetzt sind es System-Sys-Images auf der OEM-Partition, die aber auch mit so einem AB-Mechanismus integriert sind in die regulären OS-Updates. Und beim Boot wird dann immer die richtige Version über einen Symlink ausgewählt. Und wir wollen auch das OS etwas flexibler gestalten mit kombinierbaren Layern. Für die nächste Flatcar Alpha haben wir die eingebaute Docker und Container, die Version als System-Sys-Image verpackt.
Somit wird sie dann einfacher zu deaktivieren und man kann sie dann durch eine eigene Version ersetzen, auch am besten natürlich mit SysX. Außerdem wollen wir in Zukunft Add-ons haben für Flatcar, zum Beispiel Kubernetes-Binaries oder ZFS-Kernel-Module und so weiter. Und diese Add-ons sollen Teil auch der AB-Updates sein für das OS. Und genau, das Letzte ist, System-SysX ist einfach auch der empfohlene Weg für Benutzersoftware, die nicht in Containern sein kann. Eigene Versionen von Docker zum Beispiel oder die Kubernetes-Binaries können dann als SysX-Image geladen werden und per SysUpdate aktualisiert. Und wir stellen im SysX-Bakery-Repository schon ein paar vorgebaute Images inklusive Update-Configs direkt bereit und haben auch Bauskripte, damit User ihre eigenen Images leicht bauen können. Ja, TPM-Chips ermöglichen einen Measured Boot, das heißt, die Bootkette als Hash ist dann in speziellen Registern kodiert und man kann dann ein Secret, wie zum Beispiel den Lux-Key des Rootfs, in der TPM speichern und nur freigeben lassen, wenn der Hash des Bootes wie erwartet ist. Somit kann man dann einen Server mit einer verschlüsselten Festplatte booten lassen, ohne dass man das Passwort selber eingeben muss und die Daten sind trotzdem geschützt vor Angreifern mit Hardwarezugriff. Und damit das komfortabel ist, braucht man imagebasierte Systeme, weil da der Boot-Hash vorberechnet wird und signiert werden kann beim Erstellen der OS-Update-Payloads. Und mit so einer Signatur kann das Secret dann auch zuverlässig nach dem OS-Update immer noch freigegeben werden, obwohl sich der Boot-Hash ja ändert mit einem neuen Kernel und so weiter. Und da beim imagebasierten OS auch der Kernel plus Init-ID vorgebaut sind, und ebenso signiert sind von dem, der es gebaut hat, braucht man System.sysx für das sichere Laden von Hersteller- oder auch Nutzeranpassungen des Init-IDs. Und ja, die Authentifizierung und Integritätsprüfung wird hier dann eben von DMVerity geleistet, als so zwei Zusatzpartitionen, die dann noch in dem Extension-Image drin sind. Es gibt noch einiges zu verbessern in System.sysx und System.conf.ex. Das Overlay sollte am besten, wie gesagt, schon im Init-ID-Schritt vor dem Switch-Root aufgesetzt werden, um die genannten Beschränkungen anzugehen, also dass halt eben System.temp-Files funktionieren kann, zumindest für alles, was nach dem Boot direkt geladen ist oder eben auch Kernel-Modules und so weiter. Und statt nur Read-Only sollte das Overlay schreibbar sein. Das ist generell wichtig für etc, weil eben viel Software da auch gerne irgendwie reinschreiben will. Aber vor allem ist es wichtig für /USA in traditionellen Distros, wo der Paketmanager ja Updates schreiben will. Und wenn man eben SysX benutzen will auf traditionellen Distros, ist es im Moment nicht so gut, weil man das immer quasi ausmachen müsste, um OS-Updates zu machen und dann wieder anmachen danach. Und genau, auch so ein kleineres Detail, die Nutzung der neuen Linux Mount Beneath API würde uns RAID-freies Ersetzen des Overlays geben in System.sysx Refresh. Und eine andere nette Idee ist auch noch die automatische Auswahl der neuesten Version von einer Erweiterung aus einem .v-Verzeichnis, also name.v, und dann packt man dann quasi nur die versionierten SysX rein und es würde dann automatisch das neueste oder passende raussuchen, statt eben das mit Synlinks machen zu müssen. Ja, also als Zusammenfassung würde ich sagen, Erweiterungsimages erleichtern die Anpassung von imagebasierten Systemen. Erweiterungsimages ermöglichen zuverlässige deklarative Verwaltung von Servern und Erweiterungen mit System.sysx können distributionsunabhängig System-Software bereitstellen. Also mit dem _any und eben static binaries und so weiter hat man da eine Möglichkeit, keine Ahnung, euren Favorite Editor oder sowas zu verpacken. Genau, danke fürs Zuhören und gerne könnt ihr jetzt Fragen stellen. Und es gibt auch noch sonst diesen Breakout-Room danach. Ja. Also bis jetzt gab es keine Fragen im Chat. Hoppla, Entschuldigung. Ich würde sagen, wir warten vielleicht einfach noch einen kleinen Moment. Ja, gut. Genau. Okay.
Vielen Dank, ciao.